Ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir uns noch weiterhin umschauen, dass wir natürlich noch mal gucken, wo was noch möglich ist. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, auf welcher Position jetzt direkt, aber ich glaube, dass wir, das haben wir auch schon festgestellt, dass wir im Defensivverbund eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Das Netz zieht sich ja zusammen und man kann ja kaum was unbeobachtet machen. Also es ist schon so, dass das ein Spieler ist, mit dem wir uns beschäftigen. Und ja, wo wir mal prüfen, was machbar ist. Wenn Sie in jeder Firma, in jedem privaten Bereich auch, wenn es dort Veränderungen gibt, dann ist jeder erstmal, naja, wie geht das aus? Jeder ist erstmal am Schauen, was passiert da? Ja, wie entwickeln sich die Dinge? Und man ist da gespannt. Ich glaube aber, dass das über die ganzen Jahre unserer Arbeit war, ist eine große Begeisterung da innerhalb des Teams. Es ist eine sehr positive Stimmung da. Das merkt man heute schon, wie auch in den letzten Tagen, wo ich die ersten schon getroffen habe, wie sie sich auch schon auf die Saison vorbereitet haben. Und ja, ich freue mich einfach auch auf diese Arbeit jetzt. Natürlich wird es auch so sein, dass wir die internationalen Ränge anstreben werden. Klar. Das ist ja, wir leben ja immer, auch bei uns intern, immer bei einem sehr hohen Anspruch und setzen uns immer mit diesen Dingen auseinander. Und wir wollen möglichst viel erreichen.